Hallo, liebe Freunde, Björnsen 1 spielt The Long Dark Coastal Highway. So, wir haben uns mal eben ein bisschen regeneriert in der letzten Runde. Wir haben ein bisschen genäht. Und ja, sind jetzt wieder gut ausgestattet, sind satt, sind nicht mehr durstig. Und suchen hier mal oben die Söte da, die es da irgendwo gab, die ich zumindest gesehen habe. Übrigens mal eine Frage an euch, so mal an die ganze Community, an jeden quasi, der jetzt mal das Video sieht. Wenn ich nicht mehr hungrig bin, dann bin ich satt. So, klar, passt. Wenn ich allerdings nicht mehr durstig bin, was bin ich dann? Wer es weiß, machen wir mal ein kleines Gewinnspiel unter Freunden, unter uns. Ja, wo man die Ehre gewinnen kann. Ja, also wer es weiß, bitte einmal reinschreiben in die Kommentare. Also ein anderes Wort für nicht mehr durstig. So, und dann, wo ihr schon mal dabei seid, bitte auch direkt den Fundort der Shia, der Carving Shia. Ach, schau mal, da hinten ist unsere Hütte. So, der Shia, wo man sie finden kann und jetzt hier schön ein bisschen Abfahrt genießen könnte. Wahrscheinlich sind wir so trottelig und fliegen hier gleich wieder auf die Schnauze hier. Ich hoffe es nicht. Guten Bergsteigerschuhe haben wir an. Aber ich sehe diese Hütte nicht mehr. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hier war doch irgendwo auf dem Berg diese Hütte. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Ah, komm, 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 komm. Warmer. Nee, Freunde, wir haben uns total verlaufen. Wir haben uns total verlaufen. Da fällt mir auch gerade ein, wo ich diese Landschaft hier sehe. Mir hatte auch jemand gesagt, dass es wohl eine Verbindung gibt zwischen beiden Karten, zwischen Mystery Lake und Coastal Highway. Guck mal, ist das nicht da oben? Da oben ist doch die Hütte, oder? Ich glaube hier, ja, die ist da hinten. Und da hinten ist ein Wolf. Also Da oben möchte ich gerne hin. Sind das da hinten eigentlich auch Hütten? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht irgendwie so aus, ne? Ja, also auf jeden Fall gibt es wohl eine Verbindung zwischen beiden Karten, zwischen beiden Maps. Ja, mal schauen, ob wir den Weg finden, beziehungsweise den Mystery Lake irgendwann nochmal wiederfinden. Auf die guten alten Zeiten. So lange ist allerdings auch nicht her. Man hat mich auch freundlich darauf hingewiesen. Fand ich übrigens nett. Ja, schau dir mal bei mir eine Playlist an. Folge XY. Keine Ahnung, schlag mich tot. Dann findest du... Nein. So, Planänderung. Mal kurz schauen. Alles gut. Wir gehen hier hinten her. Hat mir einer geschrieben, ja, dann findest du auf jeden Fall den Weg, dann kommst du da hin und ich sage, ja, nett von dir, super, klasse. Aber Coastal Townside, da ist der Wolf. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ja, komm, echt, jetzt ruf hier noch deine Freunde, echt, hör doch auf. Ja, wahrscheinlich kommen sie gleich alle den... Okay, er zieht ab. Wahrscheinlich kommen sie gleich alle den Berg runtergestürmt und greifen mich an. Naja, jedenfalls habe ich dann freundlichst abgelehnt, da ich, wenn ich so ein Game spiele, mich im Vorfeld quasi über nichts informiere. Also das finde ich dann auch ein bisschen, ja, so am Ziel vorbeigeschossen. Immerhin sprechen wir hier von einem Survival-Game und... guck mal, wir haben noch kein Messer und nix. Ist frozen. Ja, wir können nichts machen. Harvest. Nee, doch nicht mit den Händen. Also jedenfalls habe ich dankend abgelehnt, weil ich der Meinung bin, dass ja, ein Survival-Game auch als solches rüberkommen soll und auch ein solches bleiben soll. Insofern, wenn ich mich jetzt informiert hätte oder informieren würde im Vorfeld über die gesamte Map, über alle Fundorte und ach, weiß der Geier, was es hier alles gibt, ne? Dann,
Wo wäre denn der Spielspaß? Dann würde ich hier durchrennen und wäre nach ein paar Runden fertig und ja. Ich denke nicht, dass es Spaß machen würde. Auf gar keinen Fall. So, safe game. Wir sind mal wieder zu Hause. Empty und stellen fest, hier waren wir schon. Ist uns kalt ein bisschen. Wir sind ein bisschen müde. Wie spät haben wir es denn? 14:39. Ja, ich glaube, wir machen mal eine Stunde Nickerchen. So, und dann werden wir... Eine Stunde sollte reichen. Guck mal. Was? Mach doch. Rest. Und dann werde ich mal schauen, wie man da hinten hochkommt. Letztes Mal haben wir uns ja ein bisschen verlaufen. Ach, immer noch. So, diese Granola-Bars und Candy-Bars und Box and Beans. 600. Ist, meine ich, ein bisschen viel. So viel braucht man nicht hier. Gute Stacy. Ja, siehste. So, alles gut. Ein bisschen hungrig sind wir noch. Macht aber nichts. 250 könnten wir theoretisch noch gebrauchen. Da ist mir noch eine Candy Bar. Jetzt werdet ihr sehen, er hört bei 2500 auf. Ja. So, wir machen nochmal ein Nickerchen. Aber das heißt, wenn ich jetzt... Warte mal, jetzt lass mal kurz gucken, wenn ich... Ja gut, wir sind müde, aber wir haben auch schon kurz vor 4. Und wir müssen weiter vorankommen. Echt, ich weiß nicht, ob es da hinten nochmal eine Schlafposition gibt oder ob wir dann zurück müssen. Und wenn es dann dunkel ist und... Wir müssen es einfach im Auge behalten. So, da ist ein Auto. Schlüssel haben wir leider keine gefunden. Und es ist natürlich jetzt nebelig. War ja klar. War ja klar. Ich gehe mal lieber vorsichtig hier oben her, obwohl ich denke, dass das nicht zur Sache tut. Schau mal, hier geht's hoch. Sind wir eigentlich hier schon hochgegangen? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe auch gerade nichts. Das wird ja nie angezeigt, weil nicht, dass wir hierher... Ach so, nur Laster mit Holz stemmen. Ja, das sind wir nicht, also können wir nicht hoch. Ne, ich meine, wir sind hier schon hochgegangen. Das hat aber, glaube ich, nicht zum Ziel geführt. Uns nicht zum Ziel geführt. Ich überlege jetzt gerade, ob es jetzt gerade taktisch klug ist, hierher zu laufen. Und zu probieren, hier ein bisschen was zu erkunden. Ich habe keine Ahnung, echt. Ja, kaltisch ist es schon mal nicht. Das ist schön. Ja, das Riesenproblem ist, ich sehe jetzt nicht, wo ich hier rechts hoch muss. Wahrscheinlich muss ich irgendwann die nächste abbiegen, aber wo und wann ist die nächste? So, gehen wir mal kurz ins Auto. Ja, Fräulein, du bist müde, du bist müde. Irgendwie war da oben noch nie was drin, in keinem Auto bis jetzt. Schade, ein bisschen Radio wäre jetzt mal nicht so verkehrt gewesen. So. Nee, wisst ihr was? Wisst ihr was? Hier waren wir noch nicht bisher. Wahrscheinlich kommt man hier auch gleich nicht weiter, aber hier waren wir noch nicht. Muss immer mit einem Ohr hören, ob ich irgendwo einen Wolf höre. Oder waren wir auf der Seite? Nee, wir waren doch schon auf der Seite. Dann sind wir wahrscheinlich über den See gegangen. Mit Sicherheit. So, jedenfalls sind wir 5 Tage am Leben. Ich, fand 5 Tage war so mein erstes Ziel für meine erste Let's Play-Runde am Mystery Lake. Allerdings, sah es da auch von der Nahrungsversorgung und allem anderen noch ein bisschen schwieriger aus. Anders kann ich es nicht sagen, weil 4:30. Okay. Weil, also Nahrungsmittel, Getränke etc. pp. Das war alles wirklich grauselig. Es war ganz grausam. Es war schrecklich. Man hat
hatte fast nichts und man ging immer am Zahnfleisch. Wobei ich hier schon mit meinen 30 Kilo schon gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Essen. Also es ist, naja, wie Weihnachten. Habe ich aber schon mehrfach gesagt. So, schade, dass wir keine Sicht haben. Wahrscheinlich, hier sieht es zumindest nach so einer Art Weg aus. Ich weiß es nicht, aber bevor ich mich jetzt hier irgendwo in einem Wald verirre... Ach, die Sicht kommt wieder. Super. Ja, wollen wir es wagen? Wollen wir es wagen? Die Sicht kommt ganz wieder. Da oben ist, meine ich, so eine Art Hütte, oder? Nee. Komm, wir wagen das. Wir gehen ja nur geradeaus, weil ich möchte eigentlich... Ich möchte vermeiden, irgendwo blind hinzulaufen und dann am Ende irgendwo in der Pampa zu sein, ohne wieder einen Weg zurückzufinden. Das wäre nämlich schlecht. Aber ich habe auch gerade schon wieder völlig die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo unser Ziel ist, wo unsere Hütte ist. Wahrscheinlich, wenn wir unten die Straße lang laufen. Ich höre Wölfe. Ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir. Die wird wahrscheinlich im Kreis gehen, die Straße. Sodass ich da... Komm, ey, jetzt hab bloß hier die letzten... Ja. Es kommt Musik. Also einsetzende Musik ist schon mal generell nicht schlecht. Ach, hier waren wir doch schon. Ich denke, dass wir hier auch gar nicht so verkehrt sind. Hier waren wir doch schon. Oder ist das noch weiter? Hier in der Hütte. Ich meine, hier haben wir doch in der letzten Runde sind wir doch angefangen. Da sind wir letzte Mal hoch. Hier oben drauf ist doch die Hütte, oder nicht? Oder täusche ich mich? Die müsste doch hier sein, theoretisch. So, wo geht's hierher? Super, einmal im Kreis und dann bergab. Hier haben wir uns auch mal nicht den Fuß gebrochen. Ach, nee. Da ganz unten ist die Straße. Also, hier geht schon mal... Hier ist es wohl, denke ich, schon mal nicht so verkehrt. Aber die Frage ist jetzt, wo ist die Hütte? Ist die wirklich hier oben oder ist die woanders oben? Und wenn die hier oben ist, wie kommen wir hier oben nach oben? Quasi, nach ganz oben. So, Fräulein, jetzt bitte einmal nicht... Aua machen. Super, das klappt gut. So, wir müssen mal kurz die Lage checken. Ich gehe mal kurz auf den See. Ja, klasse. Da hinten ist unser Freund. Ja, und wir sehen wieder nichts. Ey, Mann. Nee, wisst ihr was? Wir gehen hier einfach mal ein Stück weiter, weil hier oben, das hatten wir schon probiert. Das hatte nicht funktioniert. Ich gehe mal weiter. Um dann, was haben wir denn da? Das sieht mir auch nach einem... Das sieht mir nach einer Brücke und nach einem Weg aus. So, wie kommen wir da hin? Weil überall, wo ein Weg ist, da ist ein Weg. Und der Weg führt zum Ziel. Sollte er zumindest. Ja, klasse. Also einmal wieder retour, bitte. Komm, hoffentlich schafft es. Oh nee. Schafft die junge Frau nicht. Ach, und einmal wieder zurück. La 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 la. Wir gehen durch. Oh oh. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Lauf und wir kommen rechts im Berg nicht hoch. Nein. Ey, lauf jetzt, Perle. Echt. Mach Gas. Kann ich mich da irgendwo verstecken rechts? Lauf, 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 lauf. Oh, komm, ey, hör auf. Lauf, lauf, lauf. Hier ist ein Frotzenkorps. Das ist schön. Beziehungsweise, wahrscheinlich lockt er jetzt nur den Wolf an. Bitte hab eine Knarre. Okay. Bitte hab eine Knarre. Verdammt. Hungerdurst, wie immer. Haben wir unsere Stacy dabei? Jawohl.
So, zumindest kommt der Wolf schon mal nicht. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir noch hier so eine Candy Bar. Ach, 30 Kalorien. Komm. Obwohl, 200. Entschuldigung. Ich hatte mein Handy nicht lautlos gemacht. Warte mal. Hier, 250 können wir doch noch nehmen. Das sollten wir auch tun. Ja. So, wir sind soweit wieder gut ausgestattet. Wir sind müde, haben auch kurz vor 6, sollten uns auch mal zurückbegeben, irgendwo in Richtung Haierbettchen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Runde wieder. Hoffe ich doch zumindest. Euer Björnsen1, ciao!